Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und heute stelle ich euch den Böckmann Pferdeanhänger Neo L vor, das größere Modell aus der Neo-Serie und ich bin so happy, euch den jetzt präsentieren zu dürfen, weil der wirklich besonders ist, denn man kann nicht nur in der Sattelkammer stehen, man kann sie von drei Seiten begehen und das zeige ich euch jetzt. Wie ihr sehen könnt, die Sattelkammer ist wirklich groß und man kann sie eben von beiden Fahrtseiten öffnen, was super praktisch ist. Aber man kann sie auch noch von dem Pferdeinnenraum öffnen und das finde ich ist natürlich ein Highlight. Warum das geht, das zeige ich euch jetzt, denn drin ist wirklich viel Platz. Obwohl, bevor ich euch das Pferdeabteil zeige, können wir uns eigentlich die Sattelkammer noch mal genauer angucken. Aber ist das nicht ein Highlight, dass man einfach aus dem Pferdebereich durch so eine große Tür in die Sattelkammer reingehen kann? Und für mich als kleiner Zwerg ist hier sowieso genug Platz. Wir haben hier richtig, richtig viele Features. Ganz, ganz viele Haken. Man hat sogar hier oben noch eine Ablage. Ein Hocker, um sich ganz bequem die Stiefel anzuziehen. Hier das Ganze kann man auch komplett rausziehen. Wir haben hier ganz, ganz cool gearbeitet mit den Lichtpanels, dass die wirklich hier, es ist super hell hier drin, auch wenn man das Licht nicht nutzt. Aber das Licht kann man zum Beispiel auch noch ganz cool umstellen in weißes Licht und blaues Licht. Denn wenn man die Pferde fährt abends, wenn es dunkel ist, dann sollen sie bei blauem Licht ein bisschen ruhiger stehen. Wie gesagt, man kann den Sattelhalter komplett rausziehen. Dafür öffnet man einfach hier diese zwei Scharniere und dann kann man den komplett sich rausholen. Natürlich ist es von unten ein bisschen einfacher. Und ich finde das einfach sehr, sehr praktisch, weil man so viel Platz hat. Auch gerade, wenn man zwischen den Prüfungen ein bisschen Zeit hat, kann man hier zum Beispiel die Schabracken drauf trocknen und so. Und man hat alles sehr, sehr griffbereit. Ich würde sagen, die Sattelkammer habe ich euch jetzt schon ausgiebig gezeigt. Jetzt gehen wir ins Pferdeabteil, denn auch das hat einige Highlights zu bieten. Der Anhänger ist nicht nur wesentlich länger als normale Pferdeanhänger, sondern auch wesentlich höher. So haben die Pferde schön nach oben Luft, aber auch die Klappe ist dadurch viel höher. Damit haben wir eine niedrigere Aufstiegshöhe. Die Rampe ist so ein bisschen länger und für die Pferde ist das ein sanfteres Aufsteigen. Und bei Pferden, die dazu neigen, sich immer umzudrehen, die gucken dann halt gegen eine Klappe und können nicht noch irgendwie den halben Pferdekopf von dem Pferd, was hinterher fertig gemacht wird, sehen. Und damit sind die auch ein bisschen ruhiger. Und mit dem Griff und ein bisschen Hebelwirkung kriegt sogar so eine kleine Person wie ich die Klappe ganz einfach runter und wieder hoch. Und jetzt sehen wir das tolle Pferdeabteil. Das ist wirklich auch sehr, sehr clever alles gemacht. Und ich zeige euch mal die besten Features und ja, das, was vor allen Dingen für mich als Highlight hier ist. Das Ein- und Aushaken der Stangen ist super einfach. Man hat auch keine zusätzlichen Sicherheitshaken und kann hier halt eben auch in drei verschiedenen Einstellungen fahren, so wenn man Ponys oder sowas drauf hat. Und wenn man beide Seiten aushängt, kann ich euch auch schon eine Sache zeigen, die wirklich, denke ich, für viele Pferdebesitzer ständiges Problem ist, und zwar, wenn Pferde die Klappe breitgestellt haben wollen. Es gibt Pferde, die haben wirklich ein bisschen Platzangst. Dann nimmt man die Trennwand und schiebt sie ein bisschen quer. Und hier ist das super easy, denn wir haben hier eine geteilte Trennwand und müssen sie nicht mehr querstellen. Das wird sicherlich vielen Pferdebesitzern entgegenkommen. Man kann sie einfach hin und her schwenken. Das ermöglicht einem auch, dass man zum Beispiel hier hinten das Pferd dann auf dem Anhänger auch fertig machen kann, Gamaschen drum machen kann, ohne dass man in Not gerät. Wenn man die natürlich dann wieder auf einer Seite stabilisiert, ist das eine ganz normale Trennwand und das ist wirklich ganz einfach in der Handhabung. Man braucht nur eine Hand und kann dann auch ein Pferd alleine super abladen und das finde ich ist wirklich praktisch für den Alltag und das Ganze funktioniert auch vorne. Wir haben hier erstmal richtig weich gepolsterte Stangen, finde ich total toll, ist sehr pferdefreundlich
Und auch hier ist die Trennwand vorne beweglich. Das heißt, wenn man ein Pferd mit hat und es schüttet vielleicht draußen aus Eimern, kann man hier einfach das Pferd fertig machen. Das ist ein absolutes Raumwunder, das muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr, sehr fasziniert davon, wie man hier in diesem Raum alles so praktisch gemacht hat. Und auch die Fenster sind so angeordnet, dass sie für das Pferd nicht störend sind. Die Fenster sind nämlich so angebracht, dass sie nicht auf Augenhöhe der Pferde sind. Wenn man durch Tunnel fährt, LKWs entgegenkommen oder, dann ist das für Pferde halt manchmal einfach dieses Schattenspiel sehr beängstigend. Und deswegen sind die Fenster alle so angebracht, dass sie entweder ja über oder unter dem Pferdeauge sind. Und es gibt ja auch noch das kleinere Modell von diesem Pferdeanhänger. Da hat man dann auch diese kleinen Fenster, die man in der Sattelkammer gesehen hat, hier im Pferdebereich. Und die sind dann unter dem Pferdeauge. Und das ist trotzdem dann hell hier drin, ohne dass die Pferde von diesem Schattenspiel gestört werden. Weiteres Licht bekommen wir oben durch das Dachfenster. Aber nicht nur Licht, sondern auch frische Luft. Man kann hier wirklich die beiden Türen aufmachen. Man hat oben das Fenster, wo dann noch die warme Luft raus kann. Und so ist hier wirklich für die Pferde das sehr, sehr komfortabel und auch sehr angenehm, wenn sie vielleicht mal einen Augenblick auf dem Anhänger warten müssen. Hier oben haben wir dann auch die Lampe, von der ich gesprochen habe. Sie ist jetzt auch gerade auf dem blauen Licht eingestellt. Hier kann man für jedes Pferd noch ein Heunetz anbringen, wenn man das möchte. Die Fenster sind halt auch super einfach zu bedienen. Die kann man einfach vorne und hinten auch separat dann auf und zu machen. Und so sieht das Ganze aus, übrigens, wenn man vom Pferdeabteil in die Sattelkammer geht. Hier ist wirklich unfassbar viel Platz. Sonst ist das ja auch so, dass die Pferde oft eben mit ihrem Kopf über die Sattelkammer rüberschauen und man selber hat hier gar keinen Platz. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Wir haben hier auch noch zusätzlich eine Schutzmatte vorne bei den Vorderbeinen. Pferde neigen ja dazu, hier auch mal ein bisschen zu kratzen, wenn sie warten müssen. Der ist komplett verkleidet. Hier ist ein weiches Schaumstoff links und rechts für die Pferde. Wie gesagt, die Stange ist super weich. Trittschutz ist hier drin. Ich würde sagen, der bietet wirklich alles, was man sich nur wünschen kann und ist ein absolutes, ja, Highlight unter den Pferdeanhängern. Falls man es braucht, gibt es hier auch die Eimer zum Einhängen, dass man da auch nicht drauf verzichten muss. Super praktisch, die Pferde sind dann auch von den Köpfen her weit auseinander, damit es dann kein Gezicke gibt. Und man kann einfach von allen Seiten rein und raus und das ist, ich glaube, praktischer geht's eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, ich habe euch die wichtigsten Highlights, glaube ich, gezeigt. Zusammenfassend habe ich jetzt aber noch ein paar Fakten für euch. So, ich werde jetzt dieses Schmuckstück wieder komplett schließen und mit in den Stall nehmen und freue mich schon, meine Pferde das erste Mal da drauf zu fahren, die Sattelkammer einzuräumen und ihn einfach auch dann, ja, im Alltag zu testen. Ich muss sagen, ich habe ihn auf Fotos gesehen und war schon begeistert, aber so in echt ist das doch nochmal was anderes. Böckmann steht für Qualität und auch für innovative Sachen wie jetzt hier solche Verschlüsse oder der ganze Aufbau von dem Anhänger, das Design. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass auch immer an die kleineren Leute gedacht wird. Egal ob bei den kleinen Transportern oder jetzt auch hier. Er ist wirklich für jedermann zu bedienen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch schon mal einen guten Eindruck von diesem Pferdeanhänger geben und werde euch natürlich auch begleiten, noch wenn ich ihn im Gebrauch habe, immer mal wieder ein paar Feedbacks geben und freue mich jetzt einfach nur. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.